Aber auch hier kann nur gelten, Düsseldorf zeigt den Weg, Deutschland folgt und die anderen Länder werden sehen, wie es hier läuft bei uns. Also ich vertrete ja hier ein Unternehmen aus mehreren Bündnispartnern, die Ergo-Versicherungsgruppe, wir haben ja sonst noch die ARAG, wir haben noch die Henkel-Stiftung dabei. Zwischen 13 und 17 Jahren wollen wir über die Sprache und Bildung hinaus durch den Sport integrieren. Klappt das wunderbar mit den Nationalitäten. Die Jungs sind hellauf begeistert und sind durch diese Zusammenkünfte der Jugendlichen, die also nicht nur Tugenden lernen, Disziplin lernen oder auch aus dem Ich, das wir machen können. Und darauf sind wir sehr stolz. Wir möchten an dieser Stelle auch nochmal danken, dass ARAG und ERGO hat uns ein Auto gestiftet für die Begleiter und für die Trainer. Und die ARAG stiftet den Parkplatz dazu, das nochmal besonders hervorzuheben außerhalb des Projekts, Volumens von 160.000 Euro. Und ich darf an dieser Stelle zusammengetan. Wir haben auch bewusst auf einen Dolmetscher verzichtet. Und das war natürlich auch eine zusätzliche Herausforderung, weil wir sprechen deren Sprache nicht, die unsere nicht. Es gibt auch ganz, ganz viele, die verstehen weder Englisch noch Deutsch. Aber gerade Fußballsport kann auch bildlich rübergebracht werden, indem man, sag ich mal, nicht Bilder zeigt, sondern Dinge vormacht und nachmachen lässt. Dabei weiter in Deutsch spricht. Und wir haben in diesen 6 Wochen, habe ich mir gesagt, da sind einige Kinder darunter, die schon recht, recht gut, sag ich mal, Fußballsprache Deutsch sprechen. Und anschließend ein Wir-Gefühl entwickeln, dass wir letztendlich in dieser Mannschaft jetzt schauen, welchen Stellenwert habe ich denn? Bin ich der Torverhinderer? Bin ich der Vermittler zwischen Mittelfeld und Angriff? Oder bin ich derjenige, der vorne, ich sag mal, drauf losstürmt und die Tore schießt? Dieses Spielverständnis heißt auch, dass wir in das Thema des Wirs kommen. Dass wenn wir etliche Probleme haben unter den Jugendlichen, glaube ich, dass dieser Sport die Verbindung herstellen kann, indem man gemeinsam etwas erreicht und wenn man die ersten Spiele gegen andere Mannschaften hat, auch den ersten Ehrgeiz entwickelt. Und von der Seite glaube ich, dass es rundum passt, dem Konzept noch erwarten, wie viele unbegleitete minderjährige Flüchtlinge wir haben. Also ich vertrete ja hier ein Unternehmen aus mehreren Bündnispartnern, die Ergo-Versicherungsgruppe, wir haben ja sonst noch die ARAG, wir haben noch die Henkel-Stiftung dabei und Kunst und Kollegen und wir haben uns nach dem Sturm Ela 2014 zusammengetan, weil die Stadt Hilfe brauchte bei der Wiederaufforstung und wir gesagt haben, der Solidargedanke zählt eigentlich. Da können mehrere zusammen mehr machen als nur einer. Und deswegen haben wir dieses Bündnis Blickwinkel ELA gegründet. Und wir haben dann, als das Thema Flüchtlinge aufkam und das auch wieder eine hohe Belastung für die Stadt Düsseldorf war, gesagt, wir würden auch gerne im humanitären Bereich etwas machen. Wir würden gerne dort auch unterstützen und so kam die Idee des Projektes Kickwinkel zustande, letztlich als Beitrag zur Lösung von gesellschaftlichen Problemen. Wie sehen Sie denn jetzt hier den Aspekt der Nachhaltigkeit in dem Projekt?
was passiert, wenn eben der Zustrom Flüchtlinge zunimmt. Also dieses Projekt Kickwinkel startet ja jetzt zum 2. März offiziell und ist ausgelegt auf 3 Jahre. Das ist allen Bündnispartnern wichtig gewesen, weil wir gesagt haben, wir möchten auch langfristig Erfahrung machen in diesem Projekt und wir möchten auch den Teilnehmern, also den Jugendlichen an diesem Projekt, eine langfristige Perspektive bieten. Deswegen ist der Aspekt der Nachhaltigkeit in diesen Projekten immer ganz wichtig, auch wenn man zum Beginn solcher Projekte nie 100% sagen kann, in welche Richtung sich das dann entwickelt. Zunächst mal bin ich natürlich zufrieden mit dem, was wir erreicht haben. Aber grundsätzlich haben wir den Verein Argon 08, der auch noch 3 Buchstaben davor stehen hat. Das DJK ist ein christlicher Verein, eine christliche Gründung aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Deutsche Jugendkraft ist ein starker Partner in jeder Beziehung. Wir sprechen da über 1100 Vereine in der Bundesrepublik Deutschland. Und da gilt es jetzt drauf aufzubauen. In Schritten, die vertretbar sind natürlich, aber mit 25 Jugendlichen können wir nur den Anfang machen, hier in Düsseldorf. Denken im Bundeswahl? Unbedingt, da müssen wir in die Richtung müssen wir hin, aber auch Deutschland ist vergleichbar klein, denn wir haben ja hier mit einem europäischen einer europäischen Aufgabe zu kämpfen, da ist mir selbst Deutschland zu klein für. Aber auch hier kann nur gelten, Düsseldorf zeigt den Weg, Deutschland folgt und die anderen Länder werden sehen, wie es hier läuft bei uns. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in einem oder ja oder noch schneller, dass wir 20.000, 30.000 Jugendliche in so eine Sportmaßnahme integrieren können, mit starken Partnern. Wie zum Beispiel die DJK-Vereine. Und ich glaube, da kann jeder mitmachen, der will. Gut, gut. Germany gut. Hey Jungs, bring Handy! Handy!